Wer kennt das Problem nicht? Mit der Zeit, euer Portemonnaie füllt sich und füllt sich und füllt sich, immer mehr Plastikkarten, Kleingeld, Führerschein, was auch immer, und das Ding beult nur noch aus, man kann noch nicht mal mehr drauf sitzen, man hat es in der Innentasche vom Jackett und es zieht es nur noch runter oder in der normalen Jacke. Ende vom Lied ist, das Ding liegt irgendwo im Rucksack. Ihr werdet euch jetzt fragen, was redet der Kenner für einen Scheiß? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber letztes Jahr war das, ist mein reguläres Portemonnaie kaputt gegangen. Und wie so oft steht man dann vor einem Thema, was kaufe ich mir dann? Und ich weiß, das ist jetzt kein Thema, was unbedingt hier in einen waffenaffinen YouTube-Channel passt, aber ich finde, es ist ein Thema, was man ruhig mal ansprechen kann, um euch vielleicht auch das den einen oder anderen Tipp zu geben, was man so als Alternative für Geldbeutel, Kartentransport und so weiter verwenden kann. Letztes Jahr stand ich, wie gesagt, vor genau diesem Problem. Mein ursprüngliches Portemonnaie war ausgenudelt, voll. Es war einfach nicht mehr zeitgemäß und mir ging das echt auf Deutsch gesagt tierisch auf den Sack. Die Tendenz, leider Gottes, geht halt hin zu weniger Bargeld, mehr Plastikgeld. Und die Anzahl der vorhandenen Karten steigt und steigt und steigt. Kreditkarte, Maestro-Karte, Personalausweis, in meinem Fall der EAT, Krankenkassenkarte, diese Karte, jene Karte und so weiter. Ruckzuck hat man da teilweise 7, 8, 9, 10 Karten oder mehr in seinem Portemonnaie angesammelt und man weiß einfach nicht mal wohin. Nun, ich habe da ein bisschen gestöbert, hier und da mal kriegt man über Facebook die ein oder andere Annonce da über iClip und wie diese Dinger alle heißen. Die Rezensionen davon sind aber meistens nicht so wirklich positiv. Es ist auch schwierig, ein tatsächliches Transportbehältnis zu finden, das den Anforderungen gerecht wird, die eigentlich an die heutige Zeit gestellt werden. Sicherheitstechnisch wie auch transporttechnisch. Fündig wurde ich dann, wie so oft, während meiner Recherche und Suche auf Amazon. Die Links zu den jetzt aufgeführten Produkten werde ich euch auf jeden Fall unten hinposten. Wer Lust hat, sowas zu kaufen, feel free. Wie gesagt, letztes Jahr im März 2018 war es soweit. Und ich habe mir das Armadano Premium Carbon Slim Wallet bestellt. Das ist das gute Ding. Ihr werdet jetzt sagen, what the fuck? Nun, es handelt sich bei diesem Wallet um ein Kartenwallet. Es ist total minimalistisch aufgebaut und das macht es eigentlich so interessant. Es ist total easy zu handhaben und es ist kompakt. Es lässt sich in die Jackentasche, in die Hosentasche, Rucksack, wie auch immer, problemlos unterbringen. Es wiegt so gut wie nichts und funktioniert einfach. Genauso, wie es eigentlich haben wollte zu dem Zeitpunkt. Ich erspare mir jetzt, das Ding hier im Detail zu zerlegen, weil ich meine, das ist einfach ein Gummiband runternehmen und die zwei Plättchen auseinandernehmen. Ich will euch nur ganz kurz die Features erläutern. Geliefert wird es einmal mit drei verschiedenen Haltegummis. Schwarz, orange und nochmal orange. Einmal Gummi, einmal ein Stoffband oder so ein Gummiband. Und das Ganze in dieser Schachtel. Hier haben wir die zwei weiteren Gummis. Das Schöne an diesem System ist, es verfügt über einen eigenen RFID-Schutz. Das heißt, das Abscannen der Karten über NFC und RFID ist so nicht realisierbar. Das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, die Karten sind sogar vor Fremdeinwirkung in dem Moment geschützt. Es besteht, wie gesagt, aus Gummi, zwei Carbonplatten, ja, Carbonplatten, und hier hinten ein Aluplättchen, ein kleines Transportbehältnis für kleinere Unterlagen, vielleicht ein bisschen Bargeld in Scheinen und für Hartgeld, sprich Münzgeld. Das heißt, man kann hier ein paar Euro-Stückchen reinlegen, um einfach, sage ich mal, so für einen Parkscheinautomat oder wie auch immer, ein bisschen was dabei zu haben. Die Funktion ist eigentlich relativ einfach. Ich staple letzten Endes die Karten hier rein. Ich glaube, bis zu 13 Karten kann man die, glaube ich, rein, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Und dann spreize ich die einfach durch Drücken hier unten ein wenig auseinander, fächere sie so quasi auf und nehme mir einfach die Karte, die ich brauche, raus. Ist also relativ einfach. Hier ist eine Ausbuchtung, Karten hochschieben, auffächern, die richtige Karte rauspicken, rausziehen, fertig. Und schon habe ich das ganze Ding gezogen. Ist super einfach und ich habe mich mittlerweile an die Handhabung dieses Transportbehältnisses
durchaus gewöhnt. Erfüllt es aber alle Anforderungen, denen ich gerecht werden muss? Nein, leider nicht. Kosten hierfür, ganz kurz noch, 25,90 Euro, die auf jeden Fall das Geld wert sind, wer es wirklich minimalistisch mag. Ein paar von euch wissen ja, dass ich vor wenigen Wochen in New York gewesen bin und ich bin auch durchaus hier und da immer noch oldschool unterwegs und wollte auch zur Sicherheit, was gut war, Bargeld mitnehmen. Das heißt, ich hatte einen ziemlichen Bündel, $200 in gemischten Scheinen, an Bargeld dabei. Die kriege ich natürlich hier drin nicht gehandelt. Einen Briefumschlag irgendwo reinpacken wollte ich auch nicht. Also stand ich wieder vor dem Problem da. Wohin mit dem Bargeld? Da ging die Suche wieder los. Ich bin erneut auf Amazon fündig geworden und habe mir dann dieses Chronify Lederportemonnaie bestellt. Schön ist halt, es hat hier einfach nur die Geldklammer in der Mitte. Das heißt, ich konnte hier problemlos diesen relativ dicken Stapel von $200 unterbringen. Es lässt sich super einfach rausziehen. Ich kann hier auch noch zusätzlich ein paar Karten reinmachen. Zum Beispiel für das schnelle Entnehmen habe ich hier mein EAT mit drin gehabt, also meinen elektronischen Aufenthaltstitel, zur Passkontrolle am Flughafen etc. Es ist schlank, es ist komfortabel und ich habe zusätzlich nochmal hier das Fach für Kleingeld. Preis hierfür sind 24,95 Euro. Die Qualität ist sehr, sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und ich habe einfach den Vorteil, ich kann entweder, wenn ich tatsächlich nur Karten unterwegs bin, habe ich beides, habe ich den Amadano dabei, brauche ich beides, dann kann ich es in zwei verschiedene Taschen reinpacken und es beult nicht so arg aus. Zusätzlich habe ich hier nochmal ein Außenfach für Karten. Da hatte ich zum Beispiel, hat sich sehr gut angeboten, die Schlüsselkarte vom Hotel reingesteckt in New York. Oder auch, wo ich jetzt in Berlin gewesen bin oder andere Bereiche, wo ich halt mit diesen Schlüsselkarten für die Hotelzimmer, passt hier wunderbar rein. Und auch dieses Portemonnaie verfügt über RFID-Schutz. Ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. So, das sind zwei Produkte, die, sage ich mal, jetzt nichts mit dem eigentlichen Waffenbesitz zu tun haben, sage ich ganz ehrlich. Wo ich aber der Meinung bin, für jemanden, der tatsächlich vielleicht mal was Neues sucht, mal ein bisschen was Extravagantes, was außer der Reihe, sind diese zwei Optionen, einmal das Chronify und das Amadano, durchaus eine sinnvolle Lösung. Ich bin mit diesen Produkten super, super zufrieden, habe mich mittlerweile gerade an das Amadano sehr schön gewöhnt und ist immer wieder ein Hingucker. Und wie gesagt, es ist einfach nur platzsparend. Links poste ich euch, wie gesagt, unten. Wer für sowas Interesse hat, viel Spaß dabei.